Sigmar Gabriel, der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler. Er wird geliebt oder gehasst. Sigmar Gabriel ist ein Mann der Extreme. Er ist eher ein Raufbold. Also das ist nicht so. Der ist nicht arrogant, der ist nicht beiseite. Das liegt daran, dass er keine Maske vor sich herträgt. Dass er ein Mensch mit Gefühlen geblieben ist und nicht ein kalter Fisch. Sigmar Gabriel. Vielen gilt er als größtes politisches Talent Deutschlands. Trotzdem hat er in seiner Partei nicht nur Freunde. Es wird in der SPD unheimlich viel über ihn geredet. Meistens nicht Positives, sondern werden eher seine Schwächen betont. Aber natürlich hat man einen dicken Hals da und sagt, dann mach doch den Scheiß. Wenn du es besser kannst, mach es doch. Das denkt man manchmal. Der Parteivorsitzende wird verantwortlich gemacht für die schlechten Wahlergebnisse seiner Partei und für das angeschlagene Image. Wird dieser Niedergang der SPD weitergehen? Oder gelingt Sigmar Gabriel der Aufbruch? Als wir Sigmar Gabriel Anfang des Jahres zum ersten Mal treffen, ist die traditionsreiche Volkspartei SPD in der Krise. Die Umfragewerte liegen nur noch bei 20%. Nicht einfach für den Parteivorsitzenden. Die goldenen Zeiten von früher unter Willy Brandt sind lange vorbei. Ganz schön groß, der Brandt, ne? Was immer man macht als SPD-Vorsitzender, man ist neben ihm ein Winzling. Ja, als ich das erste Mal meine Pressekonferenz gemacht habe, neben der Statue, habe ich gedacht, oh wei, man besteht neben ihm nicht. Er ist sozusagen eine Jahrhundertgestalt. Und man wird als SPD-Parteivorsitzender immer an ihm gemessen und kann deshalb immer nur verlieren. Mitte November. Sigmar Gabriel ist gerade ein großer Coup gelungen. Frank-Walter Steinmeier wird Kandidat der Koalition für die Wahl zum Bundespräsidenten. Gegen die viel stärkere CDU. Gegen die Bundeskanzlerin. Es ist allein Gabriels Verdienst. Fühlt sich das gut an, Angela Merkel ausgetrickst, nein, besiegt zu haben? Dass wir es geschafft haben, dass Frank Steinmeier mit großer Wahrscheinlichkeit der dritte sozialdemokratische Bundespräsident wird. Das fühlt sich sehr gut an. Sie haben gerade wieder eine SMS gekriegt. Nicht, dass da schon wieder steht, Schach der Königin. Nee. Also das war die beliebteste SMS innerhalb der SPD? Das weiß ich nicht, aber mir haben jedenfalls einige geschickt. Aber ich habe gedacht, sie unterschätzen die, in diesem Fall die Königin. Die ist nicht schachmatt zu kriegen? Nicht so einfach, aber man kann schon. Aber man muss sich vornehmen. Ist es ein Zeichen, dass es doch geht, dass man sie besiegen kann, was da passiert? Jeder ist in der Demokratie schlagbar. Selbst Angela Merkel? Selbst Angela Merkel. Und das weiß sie, glaube ich, auch ziemlich genau. Sigmar Gabriel könnte gegen Angela Merkel antreten, wenn er es wollte. Aber er gilt als umstritten. In der eigenen Partei und auch in der Bevölkerung. Er weiß es. Wie ist das mit den Beliebtheitswerten? Guckt man da mal hin, so als SPD-Vorsitzender, möglicher Kanzlerkandidat? Wenn man 10 Leute fragt, dann sagen 5 Leute, boah, super Typ, und 5 Leute sagen, ein Riesenarschloch. Also sozusagen, ich scheine zu polarisieren. Entweder Leute finden mich richtig gut oder richtig fürchterlich. Und daran hat sich eigentlich in den letzten 10 Jahren nichts geändert. Weil natürlich die Kanadier. Warum wird Sigmar Gabriel so unterschiedlich wahrgenommen? Gerhard Schröder muss es wissen. Der Altbundeskanzler gilt als Gabriels Entdecker. Als Schröder noch Ministerpräsident in Niedersachsen war, förderte er das junge Polittalent aus Goslar. Warum polarisiert Sigmar Gabriel so? Ich glaube, das hat auch mit seinen rhetorischen Fähigkeiten zu tun. Da ist er ja vielen weit, weit voraus. Das hat auch damit zu tun, dass er gelegentlich zu überraschenden Entscheidungen neigt. Das kommt mir auch bekannt vor. Und das mögen ja ganz viele, die beteiligt werden wollen, nicht. Aber manchmal muss man eine Entscheidung auch, wie heißt das schön, top-down treffen. Dezember 2015, Bundesparteitag der SPD. Die Sozialdemokraten feiern ihren Vorsitzenden. Doch der stehende Applaus ist nur ein Ritual.
Hinter den Kulissen brodelt es seit langem. Nicht alle mögen Gabriels Kurs. Als die Juso-Vorsitzende Johanna Ückermann offen Kritik übt, wissen alle, wer gemeint ist. Wir haben ein Vertrauensproblem und die Menschen, die glauben uns nicht mehr, dass wir wirklich auch sagen, dass wir wirklich auch tun, was wir sagen. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur eine klare Haltung einzunehmen, sondern vor allem auch danach zu handeln. Deshalb sage ich, reden, halten ist das eine, aber danach zu handeln, das ist entscheidend. Damals hatte er eine Auseinandersetzung mit einer jungen Delegierten, die ihn da schärfstens und unfair im Übrigen auch kritisiert hat. Und die hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes vorgeknöpft. Johanna, du sagst, ich glaube nicht, was ihr sagt. Lass uns strittige Fragen debattieren, aber nicht uns unterstellen, wir würden etwas anderes machen, als was wir sagen. Denn das ist der härteste Vorwurf, den man jemandem machen kann. Wenn du das glaubst, wenn du das wirklich glaubst, dann darfst du mich natürlich nicht wählen. Natürlich nicht. Du darfst keinen Parteivorsitzenden wählen, von dem du glaubst. Nein, ich bitte auch darum, dass du das machst. Ich habe da gar kein Problem. Dass Gabriel überhaupt selbst an diesem Punkt in die Debatte gehen musste, das zeigt ja, es war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich niemand aus der Parteispitze bereit oder niemand fühlte sich berufen, für ihn reinzugehen. Normalerweise als Parteichef, der fest verankert ist, muss man solche Leute haben. Muss man Leute haben, die in dem Augenblick schalten und sagen, das mache ich jetzt, das muss er nicht selber machen. Das Wort hat jetzt wie viele in der Partei vertrauen Gabriel noch und stehen zu ihm? Abstimmung über den Parteivorsitz. Eine Ohrfeige für Gabriel. Dies bedeutet eine Zustimmung von 74,27% der gültigen abgegebenen Stimmen. Vielen Dank. Wir waren ja alle getroffen, nicht nur Sigmar Gabriel, ich auch. Ich wusste das Ergebnis ein paar Minuten früher. Wird ja nicht nur so ein Parteivorsitzender als Funktion getroffen, sondern auch ein Mensch. Und dann ist es schon die Aufgabe von Freunden, jemanden in so einer Situation aufzufangen, was wir auch gemacht haben. Wenn da so knapp über 70% plötzlich kommen, wie geht's einem dann? Dann überlegst du natürlich auch, so, sollst du dir den Quatsch antun, dann sollen es halt die Schlaumeier machen. Aber ich habe immer Hans-Jochen Vogel vor Augen in solchen Situationen, der einem dann Zettel rübergibt, die er von Herbert Wehner gekriegt hat. Die werden weitergereicht, ja. Über Generationen. Ja. Was stand auf dem Zettel? Ja. Durchhalten. Nein, nicht aufgeben, Ausrufungszeichen, weitermachen. Das sind die drei Worte. Das hat ihm Herbert Wehner mal aufgeschrieben, als er in ähnlicher Situation war. Trotzdem, der Gedanke war da, zu sagen, ich habe die Schnauze voll. Ja, na klar, na klar. Ich meine, ich habe eine kleine Tochter, die sehe ich 20 Stunden in der Woche höchstens. Da fragst du dich, ist vielleicht besser, gehst öfter mal nach Hause. Goslar in Niedersachsen. Hier wurde Sigmar Gabriel geboren. Hier lebt er bis heute. Spaziergang mit Frau Anke und seiner vierjährigen Tochter Marie. Sigmar Gabriel ist zum zweiten Mal verheiratet und hat auch eine erwachsene Tochter. Seine Frau arbeitet als selbstständige Zahnärztin. So hat er die Medizinerin aus Magdeburg auch kennengelernt, als Patient bei einer Zahnbehandlung. Wir treffen das Paar in seinem Lieblingscafé in der Altstadt. Was ist diese Diskrepanz? Also der öffentliche Sigmar Gabriel und der private? Also man liest nicht alles zum Glück, aber so ein Teil in der Zeitung. Und dann ist es schon so, dass man manchmal denkt, es ist eine ganz andere Person, die beschrieben wird. Aber, und es ist auch schwer vorstellbar, dass jemand im Job wirklich so ganz anders sein soll als zu Hause. Wünscht sich manchmal, dass er die Reißleine zieht und sagt, komm, das war's mit deiner politischen großen Karriere in Berlin? Natürlich gibt es Momente, wo man irgendwie auch mal so einen Punkt hat, wo man denkt, es wächst einem alles über den Kopf. Ja? Wo man sagt, oh, kann der jetzt nicht mal da sein? Kann er nicht mal den Kasten Wasser reinschleppen? Kann er das heulende, bockige Kind nicht mal abends ins Bett bringen oder so? Wie jede Mutter oder jede Mutter, die alleine ist oder viel alleine ist, das vielleicht auch, nicht auch als so ein Punkt. Ja? Aber ich versuche eben auch, so häufig es geht, nach Hause zu kommen. Mhm. Notfalls nachts, damit wir morgens frühstücken. Dass wir am Ende kein normales Leben führen, das weiß ich auch. Aber sag mal, Reste von Nervenenden in das normale Leben muss man haben. Und dazu zählt auch Kinder. Sigmar Gabriel ist ein Scheidungskind. 7 Jahre lang klagte seine Mutter gegen seinen Vater, um das Sorgerecht für den kleinen Sigmar zu erstreiten. Erst als 10-Jähriger darf er wieder bei seiner Mutter leben.
diese kleine Erhebung dort hinten, ja, das ist Gabriel Town. Ja, ein bisschen. Ich bin aufgewachsen hier in einem, so einem Nachkriegsstadtteil. Ja. Und dann habe ich ja ein bisschen schwierige Familiengeschichte gehabt. Und dann wohnte meine Mutter hier unten, ja, in anderthalb Zimmern mit meiner Schwester. Und ich wohnte bei meinem Vater draußen. Und der hat jeden Kontakt versucht zu verhindern. Also ich bin hier zur Schule gegangen. Und wenn ich dann mal nach der vierten frei hatte, musste ich auf seinem Büro warten, bis er Mittagspause hat und mit ihm nach Hause fahren, weil er in jedem Fall verhindern wollte, dass ich auf dem Weg nach Hause bei meiner Mutter vorbeigehe. Dieses Gefühl zu wissen, du bist Gegenstand zu einer Auseinandersetzung, ja, wirklich Gegenstand. Ja, so hat man sich auch gefühlt, als Gegenstand. Mhm. Genauso. Gegenstand. Können Sie noch mal so ein Gefühl beschreiben als Junge von 9 oder 10? Das Wichtigste war, das Gefühl war, ohnmächtig zu sein. Nichts tun zu können. Das war das eigentliche Gefühl. Das allerdings etwas, das mich auch, also wenn mich das heute, wenn ich den Eindruck habe, jemand will mich bedrängen oder will mich zu etwas zwingen, da reagiere ich ganz. Kommt eine Wut. Na, Wut nicht, aber da wird mein Widerstandsgeist geweckt. Nie wieder ohnmächtig sein. Nie wieder. Ich glaube, das ist das, was daraus geblieben ist. Besuch bei Bosch in Stuttgart. Sigmar Gabriel muss als Bundeswirtschaftsminister auch die Interessen der Unternehmer vertreten. Waffenexporte, Handelsabkommen und Firmenpleiten. Damit riskiert er einen Dauerstreit mit seiner Partei. Warum tut die SPD sich so schwer, das Wirtschaftsministerium zu stellen und dann auch durch den Parteivorsitzenden? Das Problem liegt darin, dass der Wirtschaftsminister gelegentlich Entscheidungen treffen muss, die mit den Perspektiven, den Zukunftsvisionen der SPD zunächst mal wenig zu tun haben scheinen. Das heißt, er muss mehr Kompromisse machen, als die SPD gerne hätte. Und dieses Spannungsverhältnis muss man aushalten. Hätten Sie mir empfohlen, das Wirtschaftsministerium zu übernehmen? Ich habe die Entscheidung zum Schluss für richtig gehalten. Als Wirtschaftsminister muss Gabriel auch Beschlüsse vertreten, die nicht der SPD-Parteilinie entsprechen, um so die Regierungskoalition zusammenzuhalten. Ein ständiger Spagat. Es wäre viel leichter gewesen, er wäre Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender geworden. Aber dann würde das alles schon nicht mehr stehen. Sondern er hält das in Person, hält er diese Balance aus. Und das ist eigentlich die große Leistung an ihm, die ich schätze. Das ist nicht leicht, das kann ich verstehen. Zerrieben zwischen Wirtschaftsministerium und Parteivorsitz. Nichts Neues für Gabriel. Er ist es gewohnt, spannungsvolle Gegensätze auszuhalten. Von klein auf. In seiner Heimatstadt Goslar spricht Sigmar Gabriel über die soziale Härte seiner Kindheit. Nachdem er endlich wieder bei seiner Mutter leben konnte, hat die Familie wenig Geld. Hat denn der Vater damals keinen Unterhalt zahlen wollen? Nein, mein Vater hat keinen Unterhalt gezahlt. Für meine Schwester nicht, für meine Mutter nicht. Mhm. Für mich später ein bisschen. Und das war für meine Mutter schwer. Die ist Schichtdienst gearbeitet gegangen im Krankenhaus. Mhm. In den 70er Jahren verdienten Krankenschwestern nicht sehr viel. Und ich weiß noch, meine Schwester machte eine Ausbildung zur MTA. Und da muss man Schulgeld bezahlen. Meine Mutter konnte nicht mehr zahlen. Ich sehe meine Mutter noch bei uns in der Küche sitzen, Hände vorm Gesicht und heulen und sagen, vielleicht ist es besser, ich hänge mich auf, vom Staat kriegt er dann vielleicht mehr. Das werde ich nie vergessen. Zerrissen zwischen Mutter und Vater. Eine Jugend im sozialen Abseits. Sigmar Gabriel will dem entkommen. Er engagiert sich bei der sozialistischen Jugendbewegung Die Falken. Mit 18 tritt er der SPD bei. Hier macht Gabriel schnell Karriere in der Kommunalpolitik und eifert seinen Idolen wie Willy Brandt nach. Gerhard Schröder erkennt sein Talent und fördert ihn. Mit 40 Jahren wird Gabriel Ministerpräsident von Niedersachsen. Ein rasanter Aufstieg. Dann 2003 ein Rückschlag. Gegen seinen CDU-Widersacher Christian Wulff verliert der junge Ministerpräsident bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Eine krachende Niederlage für die SPD und für Sigmar Gabriel.
jetzt eine Ohrfeige der Wähler. Bitter ist das. Bitter. Wähler verteilen Wahlergebnisse, keine Ohrfeige. Kanzler Schröder fordert Gabriel nun auf, bei der Europawahl anzutreten. Aber es gibt schon einen Spitzenkandidaten, Martin Schulz. Ja, und dann hat der Sigmar Gabriel mich angerufen, mir gesagt, also die haben mir das angetragen, aber ich habe das abgelehnt. Das ist unsere Zusammenarbeit basiert auf Freundschaft und das mache ich nicht. Ja, das war schon auch ein Freundschaftsdienst. Ungewöhnlich. Freundschaft in der Politik. Sigmar Gabriel verzichtet auf den Posten. Es bleibt aber ein Tiefpunkt in seinem Leben. Na, damals 2003, als er seine schwere Niederlage hinter sich hatte, da wirkte er so ein halbes Jahr lang oder Jahr wie völlig aus dem Lot geraten. Ich glaube, Sigmar Gabriel war kurz davor, damals der Politik Adieu zu sagen. Er hat in dieser schwierigen Phase dann auch begonnen, mit einem Coach zu arbeiten. Eine Frau, die mit der sehr intensive Gespräche geführt hat, eine intensive Selbstbeschäftigung. Es ging damals sowohl um seine politischen, seine Karriereziele, als auch um seine sehr, sehr schwierige Kindheit. Und Gabriel sagt, das sei ein sehr, sehr wichtiger Prozess gewesen. Am Ende dieses Prozesses stand dann doch die Entscheidung, ich bleibe Politiker. Gabriel entscheidet sich fürs Weitermachen. Die SPD vollzieht zur gleichen Zeit einen radikalen Kurswechsel. Kanzler Schröder setzt gegen den Willen großer Teile der Partei die Agenda 2010 durch. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Das bedeutet soziale Härte und spaltet die SPD. Viele wenden sich der neu gegründeten Linkspartei zu. Schröder tritt 2005 ab. Die SPD kämpft bis heute mit den Folgen seiner Sozialpolitik. Bei Bundestagswahlen verliert die SPD immer mehr Wähler. Nach Verkündung von Schröders Agenda sogar deutlich. 2009 kommt sie nur noch auf 23%. Hier übernimmt Sigmar Gabriel den Parteivorsitz. Er hält die gedemütigte Partei zusammen und korrigiert den Kurs der Agenda-Politik. Er weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, sozial ganz unten zu stehen. Seine Familiengeschichte beschäftigt Sigmar Gabriel bis heute. Lange hat er zudem gezögert, öffentlich zu machen, dass sein Vater ein unverbesserlicher Nazi war. Wann haben Sie denn für sich entdeckt, dass Ihr Vater ein Nazi ist? Erst mit 16, 17, also als ich eigentlich schon politisch aktiv war bei der SPD, habe ich ihn besucht und er war nicht da und ich stehe so vor seinem Bücherschrank. Und ich denke, um Gottes Willen, was liest der für Bücher? Da habe ich das erst richtig realisiert. Ich habe mich immer gefragt, bin ich eigentlich bei der Sozialdemokratie gelandet als Reaktion auf ihn? Wie hat Ihr Vater darauf reagiert, dass Sie sich so früh als junger Typ, als junger Mensch in der Sozialdemokratie engagiert haben? Als ich ihn dann mal besucht habe, ich sei ein Opfer der Umerziehung meiner Mutter, ein Opfer der amerikanischen Umerziehung. Mhm. Ich habe mir gedacht, du willst nicht vor dem Grab deines Vaters stehen und nicht mit ihm geredet haben. Dann habe ich ein paar Mal versucht, mit ihm zu sprechen, einfach außerhalb von Politik. Das war nicht möglich. Die Erfahrung hat ihn widerstandsfähig gemacht. Der Kampf gegen rechts wird eine Konstante in seinem Leben. März 2016. Landtagswahl in Baden-Württemberg. Sigmar Gabriel liebt den Wahlkampf, auch dort, wo er nicht zu Hause ist. Sigmar Gabriel hat ein hochentwickeltes Gespür dafür, was Menschen umtreibt. Er nimmt anhand von Stimmungen in Sälen und bei Massenveranstaltungen sehr schnell wahr, was die breite Masse möglicherweise fühlt, wie sie tickt und in welche Richtung sich Stimmungen entwickeln können. Da sagt dann sein Bauch oder seine guten Instinkte, sein Impuls, dem gehe ich nach, auf die Karte setze ich jetzt. Und ich glaube, dass in diesem sehr, sehr schnell reagieren oftmals die Gefahr ist, dass er nicht fünfmal drüber nachdenkt, welche Auswirkungen hat dieser vermeintlich gute Impuls jetzt. Dass er nicht immer sehr kontrolliert ist, dass er manchmal halt auch ausrastet. Manchmal nicht die Mühe gibt, die Dinge wirklich bis zum Schluss durchzutragen, sondern zwischendurch auch schon mal dann die Spur wechselt.
Das ist vielleicht das, was ihn am meisten beschwert dann auch. In der Flüchtlingskrise unterstützt die SPD von Anfang an die Willkommenskultur der Kanzlerin. Aber Gabriel spürt die wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Er geht in seiner Rede darauf ein und lenkt sie rhetorisch geschickt in andere Bahnen. Es kann nicht sein, dass nur unser Land sich diesem Thema widmet. 23 von 28 EU-Mitgliedstaaten nehmen keinen einzigen Flüchtling. Und ich sage, es kann nicht sein, dass die Europäische Union so eine Veranstaltung ist, wo man mitmacht, wenn man Geld kriegt und sich in die Büsche schlägt, wenn man Verantwortung übernimmt. Das kann auch nicht sein. Gabriel wittert, dass sich die Stimmung in der Flüchtlingsfrage wandelt. Aber er bleibt beim Regierungskurs der Kanzlerin. In diesen Monaten ringt der Parteivorsitzende um ein Konzept für eine andere Flüchtlingspolitik. Er spürt, dass die Wähler der SPD in dieser Frage gespalten sind. Wichtig für die Leute ist, dass ihre Lebenswirklichkeit ernst genommen wird. Sie haben das Gefühl, dass von der Kanzlerin gesagt wird, wir machen hier jetzt die Türen auf und ihr müsst mal einen Augenblick ruhig sein, weil wir sind ja so stark in Deutschland, wir schaffen das doch. Und die sagen, hä? Aber auf meinen Schultern, so stark fühle ich mich nicht. Und dieses wir schaffen das ist eine Aussage, die von deren Gefühl über ihren Kopf hinweg gesagt wird. Und die Aufgabe der Sozialdemokraten ist schon, die Lebenswirklichkeit von Leuten deutlich zu machen. Die Zeche Prosper Haniel im Ruhrgebiet. Deutschlands letztes Steinkohlebergwerk. Guido Reil arbeitet hier als Steiger. Bis vor kurzem war er ein SPD-Mann, wie er im Buche steht. Ein Modellsozialdemokrat. Also die SPD war meine Familie und eigentlich mein ganzes Leben. Ich war 26 Jahre in der SPD, aus voller Überzeugung, habe mich immer sehr eingesetzt für meine Leute, die kleinen Leute und für die Arbeiterschaft. Und bin jetzt aber leider einfach sehr enttäuscht. Das Ruhrgebiet ist die Herzkammer der Sozialdemokratie. Und ich verstehe nicht, warum es da keinen Aufschrei gibt, wenn hier auf einmal alles den Bach runtergeht. Guido Reil hat den sozialen Abstieg der Region miterlebt. Die wachsende Armut, die Verwahrlosung der Städte, die Überschuldung der Kommunen. Seit Jahren vertritt er den Ortsteil Kanab als Ratsherr im Essener Rathaus. Ich komme aus einem klassischen Arbeiterstadtteil, einer absoluten SPD-Hochburg. So, und wir haben dort zum Teil im Moment schon eine Migrationsquote von 40%. Wir haben 40% Migranten schon im Stadtteil, bei den Kindern sind es schon 70%. Und wenn man dann sieht, dass auf 7000 Einwohner dann noch mal 700 draufgepackt werden auf die Probleme, die es sowieso schon gibt, dann kann man einfach sagen, hier funktioniert das nicht mehr. Nur weil man die Realität anspricht, ist man auch nicht sofort Nazi und ist keiner rechts und die hat keiner was gegen Ausländer. Nur es gibt einfach Sachen, die sind zu schaffen und Sachen, die sind nicht zu schaffen. Guido Reil versucht in seiner Partei eine offene Debatte anzustoßen. Aber die SPD-Chefs vor Ort lassen ihn mit seinen Ängsten allein. Also ich habe in den öffentlichen Sitzungen sehr laut meine Meinung gesagt und sehr deutlich. Allerdings, es kam keine Antwort, es wurde geschwiegen. Das wurde mir ganz klipp und klar gesagt, es ist dumm, die Wahrheit zu sagen. Aus drei Gründen, das finde ich ganz spannend. Der erste Grund war, wir haben auch keine Lösung. Und weil wir keine Lösung haben, der zweite Grund, wir dürfen die Bevölkerung nicht verunsichern. Und damit kommen wir dann schnell zum dritten Grund, wir dürfen auf keinen Fall die AfD stärken. Und so kann man meiner Meinung nach keine Politik machen. Warum verlassen SPD-Freunde, treue Gefährten der Sozialdemokratie, plötzlich die Partei und wechseln zur AfD? Die sagen, für die macht ihr alles, für uns nichts. Ihr habt uns erzählt, wir haben kein Geld für faire Renten, aber ihr habt Hunderte von Milliarden Euro für Banken und jetzt habt ihr wieder Milliarden für Flüchtlinge. Ich habe meiner Partei kurz vor dem letzten Bundesparteitag gesagt, dass ich glaube, dass wir in der Flüchtlingsdebatte unter 20% gehen werden. Und das hat niemand geglaubt. Guido Reil ist enttäuscht von dem sozialdemokratischen Schlingerkurs in der Flüchtlingspolitik. Er verlässt die SPD, die für ihn lange seine Familie war. Also man muss sich jetzt vorstellen, ich bin der direkt gewählte Ratsherr dieses Stadtteils. Und ich habe eine Verantwortung für die Menschen da. Und ich muss diese Verantwortung erfüllen, das bin ich mir auch persönlich schuldig. Und ich will diesen Stadtteil nicht vor die Hunde gehen lassen und vor die Wand fahren lassen. Und dann muss ich einfach reagieren. Und ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen.
Der SPD-Mann wechselt zur AfD. Heute ist er Ratsherr für die Rechtspopulisten. Die SPD wird seinen Austritt verkraften. Aber das Flüchtlingsthema belastet die Partei. Die SPD kommt unter Druck, weil ein Drittel SPD-Wähler sind potenzielle AfD-Wähler. Flüchtlinge sind Konkurrenten. Flüchtlinge sind auch Konkurrenten um wohlfahrtsstaatliche Mittel. Und das ist eigentlich die Zentralbotschaft der AfD. Die ist auch für einen solchen Sozialdemokraten, klingt die irgendwie in seinem Ohr und sagt, ja, wie was, wir machen die Türen auf und jetzt kommen alle möglichen Leute und die wollen alle von uns was abhaben. Was bleibt denn dann eigentlich noch für mich übrig? Das ist eine eindeutige Tendenz, die sie in der Wählerschaft der SPD haben. März 2016. Drei Landtagswahlen stehen an, ein wichtiger Gradmesser für die SPD. Im Willy-Brandt-Haus rechnet man mit Verlusten. Aber nicht in diesem Ausmaß. Nur in Rheinland-Pfalz kann die Partei einen Sieg erringen und gewinnt im Vergleich zur letzten Wahl leicht Stimmen hinzu. In Baden-Württemberg erreicht sie 12,7% und verliert fast die Hälfte ihrer Wähler. In Sachsen-Anhalt ist das Ergebnis noch schlechter. Sie kommt auf nur noch 10,6%. Ein Debakel. Sigmar Gabriel reagiert mit einer Flucht nach vorn. Den Sieg in Rheinland-Pfalz lässt er feiern. Zu den schweren Niederlagen sagt er wenig. Die fast einstelligen Wahlergebnisse werden weggeschwiegen. Ich kann Ihnen sagen, wie die Partei damit umgeht. An dem Abend war ich nämlich im Willy-Brandt-Haus, weil ich mir auch die Inszenierung gerne mal ansehen wollte. Und dann ist davon, dass man zweimal auf Platz 4 gelandet ist, hinter der AfD, nicht mit einem Wort die Rede. Im Namen der Geschlossenheit haben einfach vernünftige Diskussionen und vernünftige Analysen und Aufarbeitungen von Fehlern absolut aufgehört. Die gibt's nach meiner Wahrnehmung einfach nicht mehr. Sigmar Gabriel kämpft an mehreren Fronten. Auch gegen seine eigene Partei. Aber er hat es schwer. Denn um den SPD-Chef wird es einsam. Der Rückhalt in der Partei schwindet. Sigmar Gabriel hat es, anders als andere SPD-Politiker, nie geschafft, so eine Art Hausmacht zu bilden. Ein Landesverband oder mehrere Gremien, die sagen, wir unterstützen dich, du bist unser Mann. Sämtliche Mitglieder der SPD-Spitze haben ihre ganz eigene Geschichte mit Gabriel, in deren Verlauf es zu Enttäuschungen, zu Eruptionen und zu Phasen gekommen ist, wo sich die Leute dann irgendwann frustriert von Gabriel abgewandt haben. Gabriel steht mit dem Rücken zur Wand. Gerüchte machen die Runde, er wolle zurücktreten. Warum kommt das immer wieder aus einigen Ecken, dass sie sagen, ich glaube, der will nicht mehr, ich glaube, der tritt zurück? Na, ich glaube, es ist was anderes. Das ist ein bisschen wie im Fußball. Wenn der Verein lange im Keller spielt und es nicht besser wird, wird irgendwann über den Trainer geredet. Das ist was Normales. Und das ist nochmal so eine SPD, dass sie unten im Keller spielt im Moment. Naja, ich meine, wir sind eine Partei, wir haben jetzt gerade 22-23%. Wir hatten bei der Bundestagswahl knapp 26. Wir haben die AfD, an die wir Leute verlieren. Das wirkt für viele natürlich deprimierend. Und das macht Leute bei uns kirre. Das finde ich auch gut. Auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass die Frage gestellt wird, sag mal, macht er es denn richtig? In Bad König im Odenwald hat die Parteibasis genug vom Parteivorsitzenden. Hier will der Juso-Ortsverband Sigmar Gabriel stürzen. Joshua Seeger führt diese Rebellen an. Sie haben einen offiziellen Antrag auf Absetzung des Vorsitzenden gestellt. Der SPD-Unterbezirk Odenwald stimmte zu. Die Kritiker sind überzeugt. Viele in der Partei denken so wie sie, trauen sich aber nicht, dies öffentlich zu sagen. Sigmar Gabriel fehlt einfach seine Glaubwürdigkeit. Er hat sie selbst verloren, weil er viel zu viel nach links und rechts gesprungen ist, viel zu oft Positionen gewechselt hat. Die eigenen Genossinnen und Genossen können nicht mehr wirklich einschätzen, wofür ihr Parteivorsitzender steht. Und das ist natürlich der Grund gewesen, warum wir es personalisiert haben. Ein Vorwurf, den nicht wenige in der Partei teilen.
Sigmar Gabriel wechsle zu oft und zu sprunghaft seinen Kurs. Er gebe seinen spontanen Impulsen nach. Man wisse nicht, woran man bei ihm sei. Was immer wieder so als Bild der Kritik auftaucht, ist diese Unberechenbarkeit, dieser Zickzackkurs. Warum ich würde das nicht Zickzackkurs nennen. Der hat eine Freude daran, eine Meinung zu haben, eine Haltung zu vertreten. So. Ich glaube, Sigmar Gabriel ist niemand, der seine Meinung ändert. Das würde ich nicht so sagen. Aber manchmal ist er sehr schnell in der Änderung der Strategie. Ein Problem ist, man muss das sehr stark kommunizieren. Und auch die Leute, die um einen rum sind, dabei mitnehmen. Und, aber da arbeiten wir dran. Sigmar Gabriel sucht für seine SPD in der Großen Koalition eine eigene Position gegenüber der Kanzlerin. Auch in der Flüchtlingsfrage. Nach Monaten findet er sie schließlich. Ich glaube, wir haben in der Debatte in Deutschland gar nicht nur die SPD, sondern insgesamt einen Fehler gemacht. Es gab zwei Sätze in der Flüchtlingsdebatte, die sich scheinbar widersprochen haben. Angela Merkels, das Asylrecht kennt keine Obergrenze. Und Horst Seehofer, Deutschland braucht eine Obergrenze. Und wir haben die Debatte so geführt, als müsste man sich entscheiden zwischen diesen beiden Sätzen. Und haben uns auf die Seite von Angela Merkel geschlagen. Die Wahrheit ist, beide Sätze sind richtig. Statt nur, weil Seehofer sagt, eine Obergrenze erstmal gegen Seehofer zu sein und nur weil wir die Verteidiger des Asylrechts zu sein, sofort bei Merkel sein, statt zu sagen, beides stimmt. Das Asylrecht hat keine Obergrenze, das werden wir auch nicht ändern. Aber wir müssen über die Frage reden, wie viele Menschen können wir im Jahr nachhaltig integrieren. Und da glaube ich an der Stelle, weil das Menschen spüren, dass wir nicht alle integrieren können, und zwar egal wie viel kommen, an der Stelle haben wir Leute verloren in der Debatte. Und die haben dann nur noch in der AfD ihre Chance gesehen, ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Da liegt unser Fehler. Warnemünde im September. Wahlkampf für die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Der amtierende Ministerpräsident Erwin Sellering justiert die SPD in der Flüchtlingspolitik genau nach Gabriels neuem Kurs. Es muss jetzt merkelkritisch sein. Doch zunächst ist gute Laune angesagt, im Dreivierteltakt. Und dann kommen sie, die neuen Töne des Parteivorsitzenden in der Flüchtlingsfrage. Und ich bin, Erwin, dein Kronzeuge dafür, weil ich erlebt habe, wie schwer das war, die CDU/CSU davon zu überzeugen, den Städten und Gemeinden Geld dafür zu geben, dass sie Unterkünfte schaffen. Weil es darf nicht sein, dass ein Stadtrat einer Stadt sagen muss, seinen Bürgern tut mir leid, Schwimmbad muss ich zumachen, die Sporthalle kann ich nicht mehr nutzen, wir haben kein Geld mehr für Kultur, weil wir das alles ausgeben müssen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die SPD war unter Druck. Man hat den Druck versucht, nicht so klar auszusprechen oder unter den Teppich zu kehren. Aber zweimal sozusagen hinter der AfD auf Platz 4 bei den vorigen Landtagswahlen ist eine Katastrophe. Und die Bundeszahlen waren auch eine Katastrophe. Und Sie können es auch daran sehen, wenn man auf Bundesebene dann feiert, dass man von 19% auf 21% oder von 21% auf 23% oder 22% mal geht. Das ist alles nichts zum Feiern. Das ist alles eine Katastrophe. Wir laufen, wir tanzen. Roland Kaisers Wiederbelebungshymne soll der SPD Mut machen. Gabriels Kurskorrektur in der Flüchtlingspolitik zahlt sich aus für die SPD. Die Partei kann die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern gewinnen. Aber auf den Parteivorsitzenden warten neue Probleme. Einige Wochen später, Großdemonstrationen in ganz Deutschland gegen das Handelsabkommen CETA. Auch Juse-Rebell Joshua Seger ist mit dabei. Wie er lehnen viele in der SPD den Handelsvertrag mit Kanada ab. Wirtschaftsminister Gabriel will das Abkommen um jeden Preis und beruft dafür einen Parteikonvent ein. Sie können die Kritiker verstehen, die da jetzt auf die Straße gehen. Ja, sicher.
Na sicher. Es geht vielleicht gar nicht um CETA, es geht um das Gefühl der Fremdbestimmung. Ja, das stimmt, aber Politik besteht nicht aus Gefühlen. Am Ende haben wir verantwortlich für 80 Millionen Menschen und für 500 Millionen in Europa. Mhm. Und der Rest Europas hat dieses Gefühl nicht. Okay. Und jetzt muss ich die Frage stellen, soll ich wegen des Gefühls einer zwar großen Gruppe, aber längst nicht der Mehrheit in Deutschland, soll ich wegen dieses Gefühls ganz Europa anhalten und sagen, am deutschen Wesen soll Europa genesen? Das, glaube ich, darf man nicht. Also Sie treten zurück, wenn am 19. der Konvent sagt, wir sind nicht dabei, ja, klar. Wenn es um CETA geht? Klar. Man darf nichts machen, was man innerlich für richtig falsch hält. Das wäre aus meinem Verständnis aus eine total falsche Situation. Und gegen die SPD stimmen, das macht man nicht als Vorsitzender. Und dann muss man gehen. Beim Parteikonvent in Wolfsburg weiß niemand von seinen Rücktrittsgedanken. Gabriel will die Delegierten überzeugen und nicht erpressen. Hat es imponiert, dass er die Entscheidung CETA, ja oder nein, auf einem Parteikonvent zum Thema zur Entscheidung gebracht hat? Ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht, das gebe ich zu. Ich hätte gesagt, nee, wir haben das Mandat, jetzt zu regieren, das machen wir jetzt auch. Aber Sigmar Gabriel will keine Basta-Politik, so wie früher Kanzler Gerhard Schröder. Um die Abstimmung zu gewinnen, hat Gabriel sogar die kanadische Handelsministerin eingeladen. Sie soll Überzeugungsarbeit leisten. Die Delegierten entscheiden also auch über die politische Zukunft ihres Parteivorsitzenden. Gabriel geht volles Risiko. Dieser heutige Parteikonvent zum Thema CETA ist mal wieder so eine Klippe, die Sigmar Gabriel zu umschiffen hat. In der SPD sind immer Klippen zu umschiffen, weil die Partei ist eine widerspenstige Partei. Diese Delegierten, die haben einen eigenen Willen und mancher sagt, die SPD ist im Grunde ein wildes Tier. Gabriel hat die Gegner überzeugen können. Die Mehrheit der Delegierten stimmt für CETA. Nach dem Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern ein weiterer Sieg für ihn. Es geht wieder aufwärts mit der SPD und mit Gabriel. Ich fand interessant, dass Martin Schulz gesagt hat, das zeigt, dass es einen Führungsanspruch und auch eine Führungsfähigkeit Sigmar Gabriels gibt. Das zeigt, dass der Zug Richtung Kanzlerkandidatur doch ein bisschen rollt. Und in meinen Augen kann eigentlich nur noch einer Sigmar Gabriel die Kanzlerkandidatur wegnehmen, nämlich Sigmar Gabriel, indem er darauf verzichtet. Für diesen Fall steht einer schon in den Startlöchern, Martin Schulz, noch Präsident des Europäischen Parlaments. Wenn Gabriel jetzt verzichtet, wäre er der Mann der Stunde. Derjenige, der die besten Chancen hat, sollte in der Regel antreten. Und ob ich das bin oder Sigmar Gabriel das ist oder irgendein anderer, das werden wir sehen. In jedem Fall ist Sigmar Gabriel, um den geht es ja, ein hervorragender Parteivorsitzender. Und wenn er der Kanzlerkandidat ist, ist das ein Mann, der sich zumindest auf mich verlassen kann. Aber kann sich Gabriel wirklich auf seine Parteigenossen verlassen? Und ist die SPD willig und in der Lage, für eine neue Mehrheit einen neuen politischen Kurs einzuschlagen? Weniger als ein Jahr vor der Bundestagswahl? Berlin im Oktober. Der linke Flügel der SPD hat zu einer Konferenz eingeladen. Es ist ein Angebot zum Dialog. Parlamentarier der Grünen, der Linkspartei und der SPD wollen sich beschnuppern, ob sie in Zukunft auf Bundesebene zusammenarbeiten könnten. Es ist ein informelles Treffen, ohne die Vorsitzenden der Parteien. Plötzlich taucht ein Überraschungsgast auf. Warum sind Sie denn da zu dem Treffen, diesem Sondierungstreffen, dem Schnüffeltreffen Rot-Rot-Grün gegangen? Weil ich wusste, wie die Medien darauf reagieren werden. Ich finde nicht, dass die SPD eine Strategie aus der Zusammenarbeit mit der Linken machen sollte. Aber sie muss das Verhältnis entkrampfen. Also wenn wir in den Bundestagswahlkampf gehen und irgendwie alle trauen sich nicht zu sagen, ja, mit denen reden wir auch mal, das ist eine total verkrampfte Lage. Und jetzt sind wir weit genug davon entfernt. Und das kam mir richtig zu Pass. Die Art, wie er das dort schon wieder als Krönungsmesse für sich versucht hatte zu instrumentalisieren, spricht jetzt nicht für so viel Ernsthaftigkeit in seinem Anliegen. Und ja klar, die SPD braucht natürlich auch solche Treffen, um überhaupt zu rechtfertigen, dass sie einen Kanzlerkandidaten aufstellen.
Also ich meine, sie müssen ja irgendwie zumindest dem Wahlvolk suggerieren, es gäbe eine Machtoption. Die einzige Machtoption für einen möglichen SPD-Kanzler. Rot-Rot-Grün. Bislang hatte sich Gabriel in dieser Frage immer zurückgehalten. Muss man da nicht irgendwie auch das alternative Modell Rot-Rot-Grün, was ja wirklich ansteht, irgendwie auch bewerben und dafür auch eintreten und sagen, das ist eine Option? Also erstens setzt das voraus, dass die anderen beiden das auch wollen. Bei den Grünen, die werden mit Sicherheit sich die Option offen halten, mit der CDU zu regieren. Ich würde mal tippen, in der Partei Die Grünen gibt es heute mindestens 50% Schwarz-Grüne. Bei der Linkspartei ist das Problem, dass sie zwei Parteien sind. Eine, wie ich glaube, eher rechte Sozialdemokratie im Osten, mit der können sie morgen regieren. Und alles, was sich so an SPD-Hassern im Westen auch unter linken Spinnern gesammelt hat. Und solange die nicht entscheiden, welche Partei sie sein wollen, ist es schwierig zu kalkulieren mit denen. Wie wird sich die SPD entscheiden? Will sie einen Regierungswechsel oder gar eine neue Koalition? Erst einmal muss sich ihr Vorsitzender entscheiden, ob er überhaupt Kanzlerkandidat werden will. Bislang wagte sich Sigmar Gabriel nicht aus der Deckung. Sind Sie ungeeignet als Kandidat? Nö. Wie fit muss man sein? Trauen Sie sich das zu? Als Vorsitzender einer Partei müssen Sie sich ein Amt des Bundeskanzlers immer zutrauen. Müssen Sie nicht zutrauen, müssen Sie auch wollen. Aber Sie müssen auch die Distanz haben, zu gucken, ist für diese Wahlkampfsituation, bin ich da der Richtige oder wer anders? Die Antwort darauf ist auch in Goslar zu finden, dem privaten Lebensmittelpunkt von Sigmar Gabriel. Hier hat er endlich die Familie gegründet, nach der er sich immer gesehnt hat. Gabriel ist hin und her gerissen. Mehr Familie oder mehr Karriere? Und das hier? Und das hier? Die Frage der Kanzlerkandidatur hat für ihn vor allem eine persönliche Seite. Und dann gibt es noch neue Umstände in der Familie. Es wird sich ja was verändern. Also wir bekommen im März noch ein kleines Mädchen und freuen uns riesig. Wieder Mädchen? Ich kann nur Mädchen, das ist ja die dritte Tochter. Das heißt nur, also. Ich bin jedenfalls für Mädchen zuständig. Trotzdem sind wir an einer gewissen Schnittstelle des politischen Lebens von Sigmar Gabriel. Ist ja die Frage, gehe ich jetzt weiter, mache ich den Kandidaten? Als Vorsitzender der SPD hat man, fühlt man jedenfalls eine große Verantwortung. Das ist schon was, das ist die älteste demokratische Partei Europas. Sie hat eine großartige Geschichte. Das ganze Land wäre nicht so denkbar ohne die SPD. Und die Verantwortung, die gibt man nicht einfach mal so ab oder lässt sie so liegen. Und das fand ich immer angenehm an Anke, dass sie mir gesagt hat, so, dieses Weglaufen gibt's nicht oder so. Sozusagen steh zu deiner Verantwortung und will mir nicht. Sie ist jedenfalls nicht die, die mich drängt, zu sagen, lass das sein. Sie gehen nicht mit in den Wahlkampf? Wenig. Also ich glaube nicht, dass. Es ist ja zum Glück nicht so in Amerika, dass die Familie sehr überall so im Vordergrund stehen muss. Gab's schon mal den Gedanken, wie wäre denn das Leben, wenn mein Mann auch noch Kanzler wäre? Also es würde sich dahingehend nichts ändern, was meine berufliche, also was meinen Beruf betrifft und was auch den Wohnort der Familie betrifft. Das würde, mein Mann müsste das also sozusagen allein in Berlin durchstehen. Und Deutschland müsste auf eine Kanzlergattin verzichten. Der Vizekanzler steht am Scheideweg. Wird er als Kanzlerkandidat antreten? Trotz seiner schlechten Popularitätswerte bei den Wählern? Trotz der Skepsis in der eigenen Partei gegenüber seiner Person? Trotz einer scheinbar übermächtigen Kanzlerin Angela Merkel? Trotz der geringen Chancen für eine rot-rot-grüne Regierungsmehrheit? Trotz der familiären Situation und seinem privaten Glück? Er wird es wohl machen. Trotz alledem und alledem.
Provokation. Ja. Was stand auf dem Zettel? Ja. Durchhalten. Nein, nicht aufgeben. Nicht aufgeben, Ausrufungszeichen. Weitermachen. Das sind die drei Worte. Das hat ihm Herbert Wehner mal aufgeschrieben, als er in ähnlicher Situation war. Trotzdem, der Gedanke war da, zu sagen, ich habe die Schnauze voll. Ja, na klar. Na klar. Ich meine, ich habe eine kleine Tochter, die sehe ich 20 Stunden in der Woche höchstens. Da fragst du dich, ist vielleicht besser, gehst öfter mal nach Hause. Goslar in Niedersachsen. Hier wurde Sigmar Gabriel geboren. Hier lebt er bis heute. Spaziergang mit Frau Anke und seiner vierjährigen Tochter Marie. Sigmar Gabriel ist zum zweiten Mal verheiratet und hat auch eine erwachsene Tochter. Seine Frau arbeitet als selbstständige Zahnärztin. So hat er die Medizinerin aus Magdeburg auch kennengelernt. Als Patient bei einer Zahnbehandlung. Wir treffen das Paar in seinem Lieblingscafé in der Altstadt. Was ist diese Diskrepanz? Also der öffentliche Sigmar Gabriel und der private? Also man liest nicht alles zum Glück, aber so ein Teil in der Zeitung. Und dann ist es schon so, dass man manchmal denkt, es ist eine ganz andere Person, die beschrieben wird. Aber, und es ist auch schwer vorstellbar, dass jemand im Job wirklich so ganz anders sein soll als zu Hause. Wünschen Sie sich manchmal, dass er die Reißleine zieht und sagt, komm, das war's mit deiner politischen großen Karriere in Berlin? Natürlich gibt es Momente, wo man irgendwie auch mal so einen Punkt hat, wo man denkt, es wächst einem alles über den Kopf. Ja? Wo man sagt, oh, kann der jetzt nicht mal da sein? Kann er nicht mal den Kasten Wasser reinschleppen? Kann er das heulende, bockige Kind nicht mal abends ins Bett bringen? Oder so wie jede Mutter oder jede Mutter, die alleine ist oder viel alleine ist, das vielleicht auch, nicht auch als so ein Punkt. Ja? Aber ich versuche eben auch, so häufig es geht, nach Hause zu kommen. Mhm. Notfalls nachts, damit wir morgens frühstücken. Dass wir am Ende kein normales Leben führen, das weiß ich auch. Aber sag mal, Reste von Nervenenden in das normale Leben muss man haben. Und dazu zählt auch Kinder. Sigmar Gabriel ist ein Scheidungskind. 7 Jahre lang klagte seine Mutter gegen seinen Vater, um das Sorgerecht für den kleinen Sigmar zu erstreiten. Erst als 10-Jähriger darf er wieder bei seiner Mutter leben. Diese kleine Erhebung dort hinten, ja, das ist Gabriel Town. Ja, ein bisschen. Ich bin aufgewachsen hier in einem, so in einem Nachkriegsstadtteil. Ja. Und dann habe ich ja ein bisschen schwierige Familiengeschichte gehabt. Und dann wohnte meine Mutter hier unten, ja, in anderthalb Zimmern mit meiner Schwester. Und ich wohnte bei meinem Vater draußen. Und der hat jeden Kontakt versucht zu verhindern. Also ich bin hier zur Schule gegangen und wenn ich dann mal nach der vierten frei hatte, musste ich auf seinem Büro warten, bis er Mittagspause hat und mit ihm nach Hause fahren, weil er in jedem Fall verhindern wollte, dass ich auf dem das Gefühl war, ohnmächtig zu sein. Nichts tun zu können. Das war das eigentliche Gefühl. Das allerdings etwas, das mich auch, also wenn ich das heute nicht den Eindruck habe, jemand will mich bedrängen oder will mich zu etwas zwingen, da reagiere ich ganz. Kommt eine Wut? Na, Wut nicht, aber da wird mein Widerstandsgeist geweckt. Nie wieder ohnmächtig sein. Nie wieder. Ich glaube, das ist das, was daraus geblieben ist. Besuch bei Bosch in Stuttgart. Sigmar Gabriel muss als Bundeswirtschaftsminister auch die Interessen der Unternehmer vertreten. Waffenexporte, Handelsabkommen und Firmenpleiten. Damit riskiert er einen Dauerstreit mit seiner Partei. Warum tut die SPD sich so schwer, das Wirtschaftsministerium zu stellen und dann auch durch den Parteivorsitzenden? Das Problem liegt darin, dass der Wirtschaftsminister gelegentlich Entscheidungen treffen muss, die mit den Perspektiven, den Zukunftsvisionen der SPD zunächst mal wenig zu tun haben scheinen. Das heißt, er muss mehr Kompromisse machen, als die SPD gerne hätte. Und dieses Spannungsverhältnis muss man aushalten. Hätten Sie ihm empfohlen, das Wirtschaftsministerium zu übernehmen? Ich habe die Entscheidung zum Schluss für richtig gehalten. Als Wirtschaftsminister muss Gabriel auch Beschlüsse vertreten, die nicht der SPD-Parteilinie entsprechen, um so die Regierungskoalition zusammenzuhalten. Ein ständiger Spagat. Also es wäre viel leichter gewesen, er wäre Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender geworden. Aber dann würde das alles schon nicht mehr stehen.
dann würde das alles schon nicht mehr stehen. Sondern er hält das in Person, hält er diese Balance aus. Und das ist eigentlich die große Leistung an ihm, die ich schätze. Das ist nicht leicht, das kann ich verstehen. Zerrieben zwischen Wirtschaftsministerium und Parteivorsitz. Nichts Neues für Gabriel. Er ist es gewohnt, spannungsvolle Gegensätze auszuhalten. Von klein auf. In seiner Heimatstadt Goslar spricht Sigmar Gabriel über die soziale Härte seiner Kindheit. Nachdem er endlich wieder bei seiner Mutter leben konnte, hat die Familie wenig Geld. Hat denn der Vater damals keinen Unterhalt zahlen wollen? Nein, mein Vater hat keinen Unterhalt gezahlt. Für meine Schwester nicht, für meine Mutter nicht. Mhm. Für mich später ein bisschen. Und das war für meine Mutter schwer. Die ist Schichtdienst gearbeitet gegangen im Krankenhaus. In den 70er Jahren verdienten Krankenschwestern nicht sehr viel. Und ich weiß noch, meine Schwester machte eine Ausbildung zur MTA. Und da muss man Schulgeld bezahlen. Meine Mutter konnte nicht mehr zahlen. Ich sehe meine Mutter noch bei uns in der Küche sitzen. Und nicht erpressen. Hat es imponiert, dass er die Entscheidung CETA, ja oder nein, auf einem Parteikonvent zum Thema zur Entscheidung gebracht hat? Ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht, das gebe ich zu. Ich hätte gesagt, nee, wir haben das Mandat, jetzt zu regieren, das machen wir jetzt auch. Aber Sigmar Gabriel will keine Basta-Politik, so wie früher Kanzler Gerhard Schröder. Um die Abstimmung zu gewinnen, hat Gabriel sogar die kanadische Handelsministerin eingeladen. Sie soll Überzeugungsarbeit leisten. Die Delegierten entscheiden also auch über die politische Zukunft ihres Parteivorsitzenden. Gabriel geht volles Risiko. Dieser heutige Parteikonvent zum Thema CETA ist mal wieder so eine Klippe, die Sigmar Gabriel zu umschiffen hat. In der SPD sind immer Klippen zu umschiffen, weil die Partei ist eine widerspenstige Partei. Diese Delegierten, die haben einen eigenen Willen und mancher sagt, die SPD ist im Grunde ein wildes Tier. Gabriel hat die Gegner überzeugen können. Die Mehrheit der Delegierten stimmt für CETA. Nach dem Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern ein weiterer Sieg für ihn. Es geht wieder aufwärts mit der SPD und mit Gabriel. Ich fand interessant, dass Martin Schulz gesagt hat, das zeigt, dass es einen Führungsanspruch und auch eine Führungsfähigkeit Sigmar Gabriels gibt. Das zeigt, dass der Zug Richtung Kanzlerkandidatur doch ein bisschen rollt. Und in meinen Augen kann eigentlich nur noch einer Sigmar Gabriel die Kanzlerkandidatur wegnehmen, nämlich Sigmar Gabriel, indem er darauf verzichtet. Für diesen Fall steht einer schon in den Startlöchern, Martin Schulz, noch Präsident des Europäischen Parlaments. Wenn Gabriel jetzt verzichtet, wäre er der Mann der Stunde. Derjenige, der die besten Chancen hat, sollte in der Regel antreten. Und ob ich das bin oder Sigmar Gabriel das ist oder irgendein anderer, das werden wir sehen. In jedem Fall ist Sigmar Gabriel, um den geht es ja, ein hervorragender Parteivorsitzender. Und wenn er der Kanzlerkandidat ist, ist das ein Mann, der sich zumindest auf mich verlassen kann. Aber kann sich Gabriel wirklich auf seine Parteigenossen verlassen? Und ist die SPD willig und in der Lage, für eine neue Mehrheit einen neuen politischen Kurs einzuschlagen? Weniger als ein Jahr vor der Bundestagswahl? Berlin im Oktober. Der linke Flügel der SPD hat zu einer Konferenz eingeladen. Es ist ein Angebot zum Dialog. Parlamentarier der Grünen, der Linkspartei und der SPD wollen sich beschnuppern, ob sie in Zukunft auf Bundesebene zusammenarbeiten könnten. Es ist ein informelles Treffen, ohne die Vorsitzenden der Parteien. Plötzlich taucht ein Überraschungs- zum Thema zur Entscheidung gebracht hat. Ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht, das gebe ich zu. Ich hätte gesagt, nee, wir haben das Mandat, jetzt zu regieren, das machen wir jetzt auch. Aber Sigmar Gabriel will keine Basta-Politik, so wie früher Kanzler Gerhard Schröder. Um die Abstimmung zu gewinnen, hat Gabriel sogar die kanadische Handelsministerin eingeladen. Sie soll Überzeugungsarbeit leisten. Die Delegierten entscheiden also auch über die politische Zukunft ihres Parteivorsitzenden. Gabriel geht volles Risiko. Dieser heutige Parteikonvent zum Thema CETA ist mal wieder so eine Klippe, die Sigmar Gabriel zu umschiffen hat.
In der SPD sind immer Klippen zu umschiffen, weil die Partei ist eine widerspenstige Partei. Diese Delegierten, die haben einen eigenen Willen und mancher sagt, die SPD ist im Grunde ein wildes Tier. Gabriel hat die Gegner überzeugen können. Die Mehrheit der Delegierten stimmt für CETA. Nach dem Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern ein weiterer Sieg für ihn. Es geht wieder aufwärts mit der SPD und mit Gabriel. Ich fand interessant, dass Martin Schulz gesagt hat, das zeigt, dass es einen Führungsanspruch und auch eine Führungsfähigkeit Sigmar Gabriels gibt. Das zeigt, dass der Zug Richtung Kanzlerkandidatur doch ein bisschen rollt. Und in meinen Augen kann eigentlich nur noch einer Sigmar Gabriel die Kanzlerkandidatur wegnehmen, nämlich Sigmar Gabriel, indem er darauf verzichtet. Für diesen Fall steht einer schon in den Startlöchern, Martin Schulz, noch Präsident des Europäischen Parlaments. Wenn Gabriel jetzt verzichtet, wäre er der Mann der Stunde. Derjenige, der die besten Chancen hat, sollte in der Regel antreten. Und ob ich das bin oder Sigmar Gabriel das ist oder irgendein anderer, das werden wir sehen. In jedem Fall ist Sigmar Gabriel, um den geht es ja, ein hervorragender Parteivorsitzender. Und wenn er der Kanzlerkandidat ist, ist das ein Mann, der sich zumindest auf mich verlassen kann. Aber kann sich Gabriel wirklich auf seine Parteigenossen verlassen? Und ist die SPD willig und in der Lage, für eine neue Mehrheit einen neuen politischen Kurs einzuschlagen? Weniger als ein Jahr vor der Bundestagswahl? Berlin im Oktober. Der linke Flügel der SPD hat zu einer Konferenz eingeladen. Es ist ein Angebot zum Dialog. Parlamentarier der Grünen, der Linkspartei und der SPD wollen sich beschnuppern, ob sie in Zukunft auf Bundesebene zusammenarbeiten könnten. Es ist ein informelles Treffen, ohne die Vorsitzenden der Parteien. Plötzlich taucht ein Überraschungsgast auf. Warum sind Sie denn da zu dem Treffen, diesem Sondierungstreffen, dem Schnüffeltreffen Rot-Rot-Grün gegangen? Weil ich... Ganz schön groß, der Brand, ne? Was immer man macht als SPD-Vorsitzender, man ist neben ihm ein Winzling. Ja, als ich das erste Mal meine Pressekonferenz gemacht habe, neben der Statue, habe ich gedacht, oh wei, man besteht neben ihm nicht. Er ist sozusagen eine Jahrhundertgestalt. Und man wird als SPD-Parteivorsitzender immer an ihm gemessen und kann deshalb immer nur verlieren. Mitte November. Sigmar Gabriel ist gerade ein großer Coup gelungen. Frank-Walter Steinmeier wird Kandidat der Koalition für die Wahl zum Bundespräsidenten. Gegen die viel stärkere CDU. Gegen die Bundeskanzlerin. Es ist allein Gabriels Verdienst. Fühlt sich das gut an, Angela Merkel ausgetrickst, besiegt zu haben? Dass wir es geschafft haben, dass Frank Steinmeier mit großer Wahrscheinlichkeit der dritte sozialdemokratische Bundespräsident wird. Das fühlt sich sehr gut an. Sie haben gerade wieder eine SMS gekriegt. Nicht, dass da schon wieder steht, Schach der Königin. Nee. Also das war die beliebteste SMS innerhalb der SPD? Das weiß ich nicht, aber mir haben jedenfalls einige geschickt. Aber ich habe gedacht, sie unterschätzen die, in diesem Fall die Königin. Die ist nicht schachmatt zu kriegen? Nicht so einfach, aber man kann schon. Aber man muss sich vornehmen. Ist es ein Zeichen, dass es doch geht, dass man sie besiegen kann, was da passiert? Jeder ist in der Demokratie schlagbar. Selbst Angela Merkel? Selbst Angela Merkel. Und das weiß sie, glaube ich, auch ziemlich genau. Sigmar Gabriel könnte gegen Angela Merkel antreten, wenn er es wollte. Aber er gilt als umstritten. In der eigenen Partei und auch in der Bevölkerung. Er weiß es. Wie ist das mit den Beliebtheitswerten? Guckt man da mal hin, so als SPD-Vorsitzender, möglicher Kanzlerkandidat? Wenn man 10 Leute fragt, dann sagen 5 Leute, boah, super Typ, und 5 Leute sagen, ein Riesenarschloch. Also sozusagen, ich scheine zu polarisieren. Entweder Leute finden mich richtig gut oder richtig fürchterlich. Und daran hat sich eigentlich in den letzten 10 Jahren nichts geändert. Weil natürlich die Kanadier. Warum wird Sigmar Gabriel so unterschiedlich wahrgenommen? Gerhard Schröder muss es wissen. Der Altbundeskanzler gilt als Gabriels Entdecker. Als Schröder noch Ministerpräsident in Niedersachsen war, förderte er das junge Polittalent aus Goslar. Warum polarisiert Sigmar Gabriel so? Ich glaube, das hat auch mit seinen rhetorischen Fähigkeiten zu tun. Da ist er ja vielen weit, weit voraus.
Das hat auch damit zu tun, dass er gelegentlich zu überraschenden Entscheidungen neigt. Das kommt mir auch bekannt vor. Und das mögen ja ganz viele, die beteiligt werden wollen, nicht. Aber manchmal muss man eine Entscheidung auch. Es geht wieder aufwärts mit der SPD und mit Gabriel. Ich fand interessant, dass Martin Schulz gesagt hat, das zeigt, dass es einen Führungsanspruch und auch eine Führungsfähigkeit Sigmar Gabriels gibt. Das zeigt, dass der Zug Richtung Kanzlerkandidatur doch ein bisschen rollt. Und in meinen Augen kann eigentlich nur noch einer Sigmar Gabriel die Kanzlerkandidatur wegnehmen, nämlich Sigmar Gabriel, indem er darauf verzichtet. Für diesen Fall steht einer schon in den Startlöchern. Martin Schulz, noch Präsident des Europäischen Parlaments. Wenn Gabriel jetzt verzichtet, wäre er der Mann der Stunde. Derjenige, der die besten Chancen hat, sollte in der Regel antreten. Und ob ich das bin oder Sigmar Gabriel das ist oder irgendein anderer, das werden wir sehen. In jedem Fall ist Sigmar Gabriel, um den geht es ja, ein hervorragender Parteivorsitzender. Und wenn er der Kanzlerkandidat ist, ist das ein Mann, der sich zumindest auf mich verlassen kann. Aber kann sich Gabriel wirklich auf seine Parteigenossen verlassen? Und ist die SPD willig und in der Lage, für eine neue Mehrheit einen neuen politischen Kurs einzuschlagen? Weniger als ein Jahr vor der Bundestagswahl? Berlin im Oktober. Der linke Flügel der SPD hat zu einer Konferenz eingeladen. Es ist ein Angebot zum Dialog. Parlamentarier der Grünen, der Linkspartei und der SPD wollen sich beschnuppern, ob sie in Zukunft auf Bundesebene zusammenarbeiten könnten. Es ist ein informelles Treffen, ohne die Vorsitzenden der Parteien. Plötzlich taucht ein Überraschungsgast auf. Warum sind Sie denn da zu dem Treffen, diesem Sondierungstreffen, dem Schnüffeltreffen Rot-Rot-Grün gegangen? Weil ich wusste, wie die Medien darauf reagieren werden. Ich finde nicht, dass die SPD eine Strategie aus der Zusammenarbeit mit der Linken machen sollte. Aber sie muss das Verhältnis entkrampfen. Also wenn wir in den Bundestagswahlkampf gehen und irgendwie alle trauen sich nicht zu sagen, ja, mit denen reden wir auch mal, das ist eine total verkrampfte Lage. Und jetzt sind wir weit genug davon entfernt. Und das kam mir richtig zu Pass. Die Art, wie er das dort schon wieder als Krönungsmesse für sich versucht hatte zu instrumentalisieren, spricht jetzt nicht für so viel Ernsthaftigkeit in seinem Anliegen. Und ja klar, die SPD braucht natürlich auch solche Treffen, um überhaupt zu rechtfertigen, dass sie einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Also ich meine, sie müssen ja irgendwie zumindest dem Wahlvolk suggerieren, es gäbe eine Machtoption. Die einzige Machtoption für einen möglichen SPD-Kanzler. Rot-Rot-Grün. Bislang hatte sich Gabriel in dieser Frage immer zurückgehalten. Muss man da nicht irgendwie auch das alternative Modell Rot-Rot-Grün, was ja wirklich ansteht, irgendwie auch bewerben und dafür auch eintreten? Er verlässt die SPD, die für ihn lange seine Familie war. Also man muss sich jetzt vorstellen, ich bin ja direkt gewählter Ratsherr dieses Stadtteils. Und ich habe eine Verantwortung für die Menschen da. Und ich muss diese Verantwortung erfüllen, da bin ich mir auch persönlich schuldig. Und ich will diesen Stadtteil nicht vor die Hunde gehen lassen und vor die Wand fahren lassen. Und da muss ich einfach reagieren. Und ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen. Der SPD-Mann wechselt zur AfD. Heute ist er Ratsherr für die Rechtspopulisten. Die SPD wird seinen Austritt verkraften. Aber das Flüchtlingsthema belastet die Partei. Die SPD kommt unter Druck. Weil ein Drittel SPD-Wähler sind potenzielle AfD-Wähler. Flüchtlinge sind Konkurrenten. Flüchtlinge sind auch Konkurrenten um wohlfahrtsstaatliche Mittel. Und das ist eigentlich die Zentralbotschaft der AfD. Die ist auch für einen solchen Sozialdemokraten, klingt die irgendwie in seinem Ohr und sagt, ja, wie, was, wir machen die Türen auf und jetzt kommen alle möglichen Leute und die wollen alle von uns was abhaben. Was bleibt denn dann eigentlich noch für mich übrig? Das ist eine eindeutige Tendenz, die sie in der Wählerschaft der SPD haben. März 2016. Drei Landtagswahlen stehen an, ein wichtiger Gradmesser für die SPD. Im Willy-Brandt-Haus rechnet man mit Verlusten. Aber nicht in diesem Ausmaß. Nur in Rheinland-Pfalz kann die Partei einen Sieg erringen.
und gewinnt im Vergleich zur letzten Wahl leicht Stimmen hinzu. In Baden-Württemberg erreicht sie 12,7% und verliert fast die Hälfte ihrer Wähler. In Sachsen-Anhalt ist das Ergebnis noch schlechter. Sie kommt auf nur noch 10,6%. Ein Debakel. Sigmar Gabriel reagiert mit einer Flucht nach vorn. Den Sieg in Rheinland-Pfalz lässt er feiern. Zu den schweren Niederlagen sagt er wenig. Die fast einstelligen Wahlergebnisse werden weggeschwiegen. Ich kann Ihnen sagen, wie die Partei damit umgeht. An dem Abend war ich nämlich im Willy-Brandt-Haus, weil ich mir auch die Inszenierung gerne mal ansehen wollte. Und dann ist davon, dass man zweimal auf Platz 4 gelandet ist, hinter der AfD, nicht mit einem Wort die Rede. Im Namen der Geschlossenheit haben einfach vernünftige Diskussionen und vernünftige Analysen und Aufarbeitung von Fehlern absolut aufgehört. Die gibt's nach meiner Wahrnehmung einfach nicht mehr. Sigmar Gabriel kämpft an mehreren Fronten. Auch gegen seine eigene Partei. Aber er hat es schwer. Denn um den SPD-Chef wird es einsam. Der Rückhalt in der Partei schwindet. Aber Sigmar Gabriel will keine Basta-Politik, so wie früher Kanzler Gerhard Schröder. Um die Abstimmung zu gewinnen, hat Gabriel sogar die kanadische Handelsministerin eingeladen. Sie soll Überzeugungsarbeit leisten. Die Delegierten entscheiden also auch über die politische Zukunft ihres Parteivorsitzenden. Gabriel geht volles Risiko. Dieser heutige Parteikonvent zum Thema CETA ist mal wieder so eine Klippe, die Sigmar Gabriel zu umschiffen hat. In der SPD sind immer Klippen zu umschiffen, weil die Partei ist eine widerspenstige Partei. Diese Delegierten, die haben einen eigenen Willen und mancher sagt, die SPD ist im Grunde ein wildes Tier. Gabriel hat die Gegner überzeugen können. Die Mehrheit der Delegierten stimmt für CETA. Nach dem Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern ein weiterer Sieg für ihn. Es geht wieder aufwärts mit der SPD und mit Gabriel. Ich fand interessant, dass Martin Schulz gesagt hat, das zeigt, dass es einen Führungsanspruch und auch eine Führungsfähigkeit Sigmar Gabriels gibt. Das zeigt, dass der Zug Richtung Kanzlerkandidatur doch ein bisschen rollt. Und in meinen Augen kann eigentlich nur noch einer Sigmar Gabriel die Kanzlerkandidatur wegnehmen, nämlich Sigmar Gabriel, indem er darauf verzichtet. Für diesen Fall steht einer schon in den Startlöchern. Martin Schulz, noch Präsident des Europäischen Parlaments. Wenn Gabriel jetzt verzichtet, wäre er der Mann der Stunde. Derjenige, der die besten Chancen hat, sollte in der Regel antreten. Und ob ich das bin oder Sigmar Gabriel das ist oder irgendein anderer, das werden wir sehen. In jedem Fall ist Sigmar Gabriel, um den geht es ja, ein hervorragender Parteivorsitzender. Und wenn er der Kanzlerkandidat ist, ist das ein Mann, der sich zumindest auf mich verlassen kann. Aber kann sich Gabriel wirklich auf seine Parteigenossen verlassen? Und ist die SPD willig und in der Lage, für eine neue Mehrheit einen neuen politischen Kurs einzuschlagen? Weniger als ein Jahr vor der Bundestagswahl? Berlin im Oktober. Der linke Flügel der SPD hat zu einer Konferenz eingeladen. Es ist ein Angebot zum Dialog. Parlamentarier der Grünen, der Linkspartei und der SPD wollen sich beschnuppern, ob sie in Zukunft auf Bundesebene zusammenarbeiten könnten. Es ist ein informelles Treffen, ohne die Vorsitzenden der Parteien. Plötzlich taucht ein Überraschungsgast auf. Warum sind Sie denn da zu dem Treffen, diesem Sondierungstreffen, dem Schnüffeltreffen Rot-Rot-Grün gegangen? Weil ich wusste, wie die Medien darauf reagieren werden. Ich finde nicht, dass die SPD eine Strategie aus der Zusammenarbeit mit der Linken machen soll. Das schön Top-Down-Treffen. Dezember 2015, Bundesparteitag der SPD. Die Sozialdemokraten feiern ihren Vorsitzenden. Doch der stehende Applaus ist nur ein Ritual. Hinter den Kulissen brodelt es seit langem. Nicht alle mögen Gabriels Kurs. Als die Juso-Vorsitzende Johanna Ueckermann offen Kritik übt, wissen alle, wer gemeint ist. Wir haben ein Vertrauensproblem und die Menschen, die glauben uns nicht mehr, dass wir wirklich auch sagen, dass wir wirklich auch tun, was wir sagen. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur eine klare Haltung einzunehmen, sondern vor allem auch danach zu handeln. Deshalb sage ich,
Reden halten ist das eine, aber danach zu handeln, das ist entscheidend. Damals hatte er eine Auseinandersetzung mit einer jungen Delegierten, die ihn da schärfstens und unfair im Übrigen auch kritisiert hat. Und die hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes vorgeknöpft. Johanna, du sagst, ich glaube nicht, was ihr sagt. Lass uns strittige Fragen debattieren, aber nicht uns unterstellen, wir würden etwas anderes machen, als was wir sagen. Denn das ist der härteste Vorwurf, den man jemandem machen kann. Wenn du das glaubst, wenn du das wirklich glaubst, dann darfst du mich natürlich nicht wählen. Natürlich nicht. Du darfst keinen Parteivorsitzenden wählen, von dem du glaubst. Nein, ich bitte auch darum, dass du das machst. Ich habe da gar kein Problem. Dass Gabriel überhaupt selbst an diesem Punkt in die Debatte gehen musste, das zeigt ja, es war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich niemand aus der Parteispitze bereit oder niemand fühlte sich berufen, für ihn reinzugehen. Normalerweise als Parteichef, der fest verankert ist, muss man solche Leute haben. Muss man Leute haben, die in dem Augenblick schalten und sagen, das mache ich jetzt, das muss er nicht selber machen. Das Wort hat jetzt wie viele in der Partei vertrauen Gabriel noch und stehen zu ihm? Abstimmung über den Parteivorsitz. Eine Ohrfeige für Gabriel. Dies bedeutet eine Zustimmung von 74,27% der gültigen abgegebenen Stimmen. Vielen Dank. Wir waren ja alle getroffen, nicht nur Sigmar Gabriel, ich auch. Ich wusste das Ergebnis ein paar Minuten früher. Wird ja nicht nur so ein Parteivorsitzender als Funktion getroffen, sondern auch ein Mensch. Und dann ist es schon die Aufgabe von Freunden, jemanden in so einer Situation aufzufangen, was wir auch gemacht haben. Wenn da so knapp über 70% plötzlich kommen, wie geht's einem dann? Dann überlegst du natürlich auch, so, sollst du dir den Quatsch antun, dann sollen es halt die Schlaumeier machen. Aber ich habe immer Hans-Jochen Vogel vor Augen in solchen Situationen, der einem dann Zettel rübergibt, die er von Herbert Wehner gekriegt hat. Die werden weitergereicht, ja. Über Generationen. Ja. Was stand auf dem Zettel? Ja. Durchhalten. Nein, nicht aufgeben. Nicht aufgeben, Ausdruck sein, weitermachen. Von Nervenenden in das normale Leben muss man haben. Und dazu zählt auch Kinder. Sigmar Gabriel ist ein Scheidungskind. 7 Jahre lang klagte seine Mutter gegen seinen Vater, um das Sorgerecht für den kleinen Sigmar zu erstreiten. Erst als 10-Jähriger darf er wieder bei seiner Mutter leben. Diese kleine Erhebung dort hinten, ja, das ist Gabriel Town. Ja, ein bisschen. Ich bin aufgewachsen hier in einem Nachkriegsstadtteil. Und dann habe ich ja ein bisschen schwierige Familiengeschichte gehabt. Und dann wohnte meine Mutter hier unten, ja, in 1,5 Zimmern mit meiner Schwester. Und ich wohnte bei meinem Vater draußen. Und der hat jeden Kontakt versucht zu verhindern. Also ich bin hier zur Schule gegangen. Und wenn ich dann mal nach der 4. frei hatte, musste ich auf seinem Büro warten, bis er Mittagspause hat. Und mit ihm nach Hause fahren, weil er in jedem Fall verhindern wollte, dass ich auf dem Weg nach Hause bei meiner Mutter vorbeigehen. Dieses Gefühl zu wissen, du bist Gegenstand so einer Auseinandersetzung, ja, wirklich Gegenstand. Ja, so hat man sich auch gefühlt, als Gegenstand. Mhm. Genauso. Gegenstand. Können Sie noch mal so ein Gefühl beschreiben als Junge von 9 oder 10? Das Wichtigste war, das Gefühl war, ohnmächtig zu sein. Nichts tun zu können. Das war das eigentliche Gefühl. Das allerdings etwas, das mich auch, also mich das heute, ich den Eindruck habe, jemand will mich bedrängen oder will mich zu etwas zwingen, da reagiere ich ganz. Kommt eine Wut. Na, Wut nicht, aber da wird mein Widerstandsgeist geweckt. Nie wieder ohnmächtig sein. Nie wieder. Ich glaube, das ist das, was daraus geblieben ist. Besuch bei Bosch in Stuttgart. Sigmar Gabriel muss als Bundeswirtschaftsminister auch die Interessen der Unternehmer vertreten. Waffenexporte, Handelsabkommen und Firmenpleiten. Damit riskiert er einen Dauerstreit mit seiner Partei. Warum tut die SPD sich so schwer, das Wirtschaftsministerium zu stellen und dann auch durch den Parteivorsitzenden? Das Problem liegt darin, dass der Wirtschaftsminister gelegentlich Entscheidungen treffen muss, die mit den Perspektiven, den Zukunftsvisionen der SPD zunächst mal wenig zu tun haben scheinen. Das heißt, er muss mehr Kompromisse machen, als die SPD gerne hätte.
Und dieses Spannungsverhältnis muss man aushalten. Hätten Sie mir empfohlen, das Wirtschaftsministerium zu übernehmen? Ich habe die Entscheidung zum Schluss für richtig gehalten. Als Wirtschaftsminister muss Gabriel auch Beschlüsse vertreten, die nicht der SPD-Parteilinie entsprechen, um so die